Kontrapunkte in der bewaffneten Opposition sowie ein bisschen externes Rebuttal zu, was wir gerade gehört haben. Erster Punkt sind zwei Prinzipien, die wir einführen wollen. Das ist Punkt 1 und 1,5. Punkt 2, die Impacts, die direkten Folgen in Deutschland und West und Ost. Drittens, die Folgen im weiteren Kontext Osteuropas, das sich auch gerade im Wandel befindet. Und viertens, noch ein paar Impacts auch in Westeuropa und der generellen westlichen Welt. In Sachen Rebut, ganz einfach zum Thema der Wirtschaftsentwicklung, die uns da die eröffnete Regierung zeigt, würde ich schlicht und einfach sagen, dass es nicht so ist, dass wir einfach sagen, ja, von heute auf morgen, ihr seid jetzt auch in der BRD, ja, jetzt macht mal Wettbewerb mit über 50 Jahre gewachsenen kapitalistischen Unternehmen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir machen, umfassende Wirtschaftshilfe. Wir können auch zum Beispiel für eine Übergangsphase Subventionen hier machen. Wir können sogar sinnvolle Wirtschaftspolitik betreiben. Nun die zwei Prinzipien, auf denen unser Case beruht. Ja, nein, danke. Ist zwei Prinzipien. Erstens mal, die deutsche Teilung war komplett illegitim. Warum? Die deutsche Teilung ist erfolgt durch die Besatzungsmacht der Sowjetunion. Da ist nie irgendeine Befragung erfolgt, ob das die Bevölkerung überhaupt will. Punkt 1. Punkt 2, das war massiv schlecht für beide Seiten, weil zum Beispiel Familien auseinandergerissen waren, weil es riesige wirtschaftliche Schäden gegeben hat, weil wir da eine Kriegsgefahr hatten über Jahre. Das ist eine komplett illegitime Teilung, es gibt keinen Grund, warum wir die verteidigen sollten. Wie sieht es heute aus? Sie ist schlicht und einfach dem Volk nicht erwünscht. Seit Beginn. Das sehen wir daran, dass es momentan Proteste gibt. Das sehen wir daran, dass in den 50ern die Leute aus der DDR weggerannt sind, dass man sogar eine Mauer bauen musste. Welcher Staat baut eine Mauer, um seine Bürger im Land zu halten? Drittens haben wir das in Sachen wie den Protesten von 1953 gesehen. Es ist schlicht und einfach nicht erwünscht. Prinzip 2. Es ist Demokratie. Die Bürger, unabhängig der Folgen, können die Bürger der Staaten fundamentale Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel in welchem Land sie leben wollen. Und wenn die OG verteidigen will, dass es einfach so schlecht ist, es ist trotzdem Wunsch der Bürger, in zahlreichen Protesten, Massenprotesten, Leute, die versuchen auf Züge auf, die versucht haben, vor ein paar Jahren auf Züge aufzuspringen, um nach Westdeutschland zu gelangen, dass die Leute nicht jetzt eine Wiedervereinigung wollen, das finden wir sehr schwer zu begründen. Und genauso finden wir es sehr schwer zu begründen, dass obwohl sie das so deutlich zeigen, dass sie diese Wiedervereinigung wollen, dass wir trotzdem bevormunden dürfen und sagen dürfen, ihr dürft nicht bestimmen, in welchem Staat, was für ein Staat ihr sein wollt. Okay, Klausel. Ihr nehmt einfach an, dass die Menschen zwar die alte DDR, das Vormundschaftssystem, nicht gemocht haben, aber eine DDR, die sie selber gestalten können, warum wollen sie denn die jetzt nicht mehr haben? Ihr nehmt es einfach an, dass das Gesetz ist, dass die DDR-Bürger das nicht mehr wollen. Okay, wir glauben, es ist schlicht und einfach nicht plausibel, dass Leute, die 40 Jahre in einem diktatorischen Staat gelebt haben, von diesem Staat unterdrückt wurden, von ganz, ganz vielen, Freunde, Familie, Nachbarn, Bekannte an diesen Staat verloren haben. Sie glauben schlicht und einfach nicht, dass diese Leute, diesen Staat, das zentrale Symbol des Kalten Kriegs ist, das zentrale Symbol der Situation ist, uns all diese Situation eingebracht hat. Wir glauben schlicht und einfach nicht, dass sich Leute mit diesem Staat identifizieren können, selbst wenn es sich intern ändert. Wir glauben, es ist schlicht und einfach nicht wahrscheinlich, nicht möglich. Weiterhin glauben wir, und jetzt kommen wir zu den Folgen, wir glauben, dass die BRD durch den wirtschaftlichen Aufschwung, den sie seit dem Zweiten Weltkrieg hatte, und durch die unglaubliche Anzahl an Konsumgütern, die unglaublich bessere Verhältnisse in der BRD herrschen, dass sie so ein Symbol für den Aufschwung ist, den sich die DDR-Bürger wünschen, und für die Freiheit, nicht nur für die Freiheit und die Demokratie, sondern auch für den wirtschaftlichen Aufschwung, für das Wirtschaftswunder, für die Konsumgesellschaft, dass wir glauben, dass wir einen riesigen Push dafür haben, dass die Leute in der BRD, in der DDR, sorry, das auch wollen. Und wir glauben, dass die Leute in der DDR schlicht und einfach nicht gewillt sind, dass man ihnen das verwehrt, nun dass diese Offerte der BRD bereits auf dem Tisch liegt. Das glauben wir schlicht und einfach nicht. Wir glauben, es gibt zwei Varianten. Variante 1 ist das, was wir momentan haben, mit den relativ offenen Grenzen. Und wir sehen seit knapp 4 Wochen, dass die Berliner Mauer gefallen ist, bereits, dass sobald es irgendwo ein Loch in der Grenze gibt, massenhaft die Leute in den Westen gehen, obwohl die Unterdrückung bereits seit dem Mauerfall abgenommen hat. Warum ist das der Fall? Das ist sicher ein Faktor, aber auch weil sie den wirtschaftlichen Aufschwung wollen. Weil sie glauben, im Westen ist alles so viel schöner wirtschaftlich, da geht es allen so viel besser, da geht es auch mir so viel besser. Das heißt, wir haben zwei Szenarien. Entweder haben wir offene Grenzen, dann haben wir massive Auswanderung und wir haben den Impact, dass erstens die DDR wirtschaftlich kollabiert, weil wir schlicht und einfach die Bürger ausgehen und die Arbeitskräfte ausgehen und wir bereits Fabriken haben,
die kaum mehr betrieben werden können, weil schlicht und einfach die Leute fehlen. Und zweitens hat die BRD eine schwer zu bewältigende Masseneinwanderung aus dem Osten, was erstens einen Backlash mit sich bringt, zweitens einfach soziale Probleme in der BRD mit sich bringt. Kommt noch ein bisschen in der zweiten Ebene. Die zweite Variante wäre, dass wir die Grenzen halt wieder ein bisschen schließen. Das ist das, was die offene Regierung mit ihrer protektionistischen Wirtschaftspolitik irgendwie schon so ein kleines bisschen dran anschließt. Okay, glaub mal. Aber trotzdem, die Symbolkraft bleibt die gleiche. Okay, wir können auch die erste Variante haben, habe ich doch schon gesagt, dass das Problem damit ist. Im Fall der geschlossenen Grenzen gibt es massive Proteste, weil sich die Bürger sofort wieder an die alten Zeiten erinnern, in denen sie in der DDR eingesperrt waren. Und das so ein massives Symbol ist, dass sie schlicht und einfach nicht beantworten können. Wir haben Proteste, wir haben Probleme für die DDR und wir haben eine riesige Diskreditierung des Westens, der uns letztendlich wieder aussperrt in den Augen der DDR-Bürger, was die spätere Wiedervereinigung enorm erschwert. Nur noch kurz zur Symbolpolitik, nein, danke. Die deutsche Teilung, wie ich schon gesagt habe, war das zentrale Symbol des Kalten Kriegs. Das ist der letzte Punkt, den wir hier machen. Die Einigung ist ein massiv, unglaublich mächtiges Symbol für neue Zeiten in der Welt. Das bedeutet, das ist extrem wichtig, weil im Kontext der weiteren europäischen politischen Entwicklung. Wir haben im Status quo bereits Proteste und weitere Regimes in Osteuropa. Wir haben Push für mehr Reformen in der Tschechoslowakei, wir haben dasselbe in Ungarn, wir haben dasselbe in Polen, wir haben dasselbe sogar mittlerweile mehr oder weniger in der UdSSR selbst. Wenn in diesen Protesten gibt es Diskussionen und Konflikte zwischen Leuten, die der Meinung sind, man soll sich langsam entwickeln, man soll sich an die alten Strukturen anlehnen und zu so einer Art demokratischem Sozialismus kommen. Und es gibt Leute, die westliche Werte, die Demokratie wollen, die Marktwirtschaft wollen. Wir glauben, es ist schlicht und einfach viel besser, wenn wir diesen Konflikt beenden können. Wir glauben, es ist viel besser, wenn sich die westliche Seite durchsetzt. Warum? Das führt zu mehr Einigkeit in Europa. Das führt dazu, dass sich die Leute in der Tschechoslowakei, in Ungarn und sogar letztendlich in Russland, in der UdSSR, mehr Richtung Westen orientieren, dass sich Leute wie Jelzin, die für eine Anlehnung an den Westen können, die es durchsetzen können und die letztendlich, ein demokratischeres Osteuropa sehen können. Und damit können wir auch entspannter mit dem Westen zusammenarbeiten. Im Westen haben wir genau die gleichen Symbole für mehr Einigung, für mehr Zusammenarbeit, für Abrüstung und für mehr Verhandlungen, für mehr Frieden. Stolz für die Opposition zu stehen. Vielen Dank. Und auch was das für Europa und den Westen hier bedeutet und wie wir da eine ganz tolle Lösung finden. Zuerst möchte ich aber nochmal auf OG eingehen, die Seite nur über Wirtschaft redet. Wir denken, diese ganzen wirtschaftlichen Vorteile können wir auf unserer Seite eigentlich genauso haben. Wir können jede Wirtschaftspolitik, die ihr gerne für die ehemalige DDR machen wollt, können wir eigentlich bei uns genauso machen. Wir können von hier aus eine separate Wirtschaftszone schaffen oder so. Wir machen das halt. Wir machen das halt ohne die bestehenden DDR-Politiker, die Geschichte haben, dass sie ihre Bevölkerung unterdrückt haben. Aber wir haben dann halt gleichzeitig das Symbol, dass wir ein vereintes Land sind. Die Symbolkraft ist das Wichtige, womit die Regierung auch bis jetzt überhaupt nicht interagiert hat, weil sie das nämlich wissen. Was wir weiterhin gehört haben, ist, dass es diese Identifikation gibt mit der DDR. Es wurde uns aber nicht erklärt, womit die Leute sich denn identifizieren. Vielleicht identifizieren sie sich irgendwie mit diesem kommunistischen System, aber das muss halt früher oder später weg, weil es unterdrückerisch ist. Vielleicht identifizieren sie sich mit den Spreewaldgurken oder so, aber wenn wir auch auf Seiten der Regierung eine langsame Öffnung der Wirtschaft haben, werden die halt auch früher oder später verschwinden. Das heißt, der einzige Unterschied hier ist, haben wir diese Identifikationsänderung über einen längeren Zeitraum oder über einen kürzeren. Wir denken, hier gibt es keinen wesentlichen Unterschied. Kommen wir also nochmal zu den Symbolen. Gerade Deutschland ist ein Symbol des Kalten Kriegs. Wir haben auch noch Berlin, West-Berlin, Ost-Berlin, das geteilt ist, aber auch Deutschland als Ganzes ein sehr, sehr starkes Symbol des Kalten Kriegs, wo auch bereits schon viel Symbolpolitik gemacht wurde, wie sich bei der Luftbrücke zum Beispiel gezeigt hat. Die Leute wissen auch, dass im Falle eines Ausbruchs eines Kriegs Deutschland vermutlich das erste Ziel wäre, was mit Atomwaffen angegriffen wurde in diesem schrecklichen Weltrüsten, das, wie man auch in der Kuba-Krise gesehen hat, die Welt an den Rande eines Untergangs gebracht. Das heißt, der Kalte Krieg ist sehr schlecht, wird von den Leuten auch als sehr schlecht wahrgenommen und sollte überwunden werden. Das zweite Symbol, was wir hier drin haben, ist der Kommunismus bzw. Sozialismus, der synonym ist mit Unterdrückung der Bevölkerung. Man sieht das daran, dass Leute erschossen werden, die versuchen aus dem Staat zu fliehen, dass Leute massiv abgehört werden, unterdrückt werden. Ich denke, ihr wisst das alles. Was das Problem jetzt ist, wir müssen als westlicher Staat mit dem Anspruch, irgendwie das Gute in der Welt zu verteidigen und im Interesse der Bürger zu halten, einerseits gegen unterdrückerische Schurkenstaaten vorgehen, andererseits gerade muss die BRD sich auch um die DDR kümmern,
da die BRD ja schon lange in ihrer Verfassung festgeschrieben hat, dass sie die DDR nicht als Staat anerkennt und diese Gebiete eigentlich aus Sicht der BRD schon immer zur BRD gehört haben. Das heißt, gerade deshalb stimmt es auch nicht, was die öffentliche Regierung hier sagt, dass irgendwie die BRD die BRD-Bürger als erstes stellen sollte und die DDR-Bürger sie nicht interessieren. Um also irgendwie der westlichen Demokratie ihre Legitimität zu belassen, müssen wir so handeln, wie wir es immer versprochen haben und diese Wiedervereinigung anstreben, die wir der Bevölkerung immer versprochen haben. Das ist gerade jetzt besonders wichtig, da jetzt gerade wir sehen, und das werde ich gleich noch genau erklären, wie sich sowohl Russland als auch der gesamte Ostblock gerade potenziell öffnen und wir denen zeigen müssen, dass westliche Demokratie eine gute Option ist, die sie anstreben sollten. Wenn wir denen zeigen, dass der Westen besteht aus Ländern, die Versprechen nicht halten, die Menschenrechte vielleicht doch nicht so interessiert, wird das eventuell nicht passieren. Ich nehme Closing an. Denkst du nicht, dass es eine bessere politische Möglichkeit gibt, ein Gemeinwesen zu orientieren als westliche Demokratie? Denkst du nicht, dass Sozialismus mit menschlichem Antlitz hier eine reale Option ist, über die wir in dieser Debatte machen? Ich denke, dass die DDR gezeigt hat, dass das eben nicht funktioniert hat und wir, jetzt auch die Bevölkerung, ja gerade das anstrebt, diese Strukturen zu überwinden und sich nicht damit zufrieden geben wird, dass wir sagen, jetzt versuchen wir es irgendwie nochmal genauso, wie wir es gerade schon die ganze Zeit gemacht haben. Kommen wir also zum Ostblock. Was haben wir hier für eine Situation in Russland? Russland ist gerade eigentlich de facto bankrott gegangen und es zeichnet sich ab im Glasnost, dass Russland sich irgendwie ein bisschen öffnet. Man sieht auf jeden Fall schon, dass Russland schon 81 irgendwie nicht mehr interveniert in diesen Warschauer Staaten und uns nicht daran hindert, hier andere Sachen zu machen, weil sie schon andere Probleme haben. Sie öffnen sich also potenziell zum Westen, sind immer noch sehr, sehr unsicher, ob sie das wirklich tun, ob sie sich in irgendeine andere Richtung hinentwickeln. Wir sehen des Weiteren aus dem Ostblock, dass es diverse Proteste gibt, zum Beispiel in Tschechien, irgendwie in Ungarn öffnet sich die Grenze ein bisschen und dass die Leute hier Proteste machen. Was wir tun müssen, ist, wir müssen diesen Leuten, die dort protestieren, das Angebot machen und sagen, wenn ihr irgendwie es schafft, euer Regime zu ändern, dann bieten wir euch das Angebot an, dass wir euch irgendwie ein bisschen mit integrieren in die Gesellschaft, die wir haben, zum Beispiel in die europäische Gemeinschaft, die wir hier schon haben, dass wir euch auch unterstützen in diesem Kampf. Genau das Gegenteil haben wir, wenn wir jetzt sagen, nee, die DDR nehmen wir eben noch nicht zu uns, das geht jetzt alles ein bisschen zu schnell, weil wir gerade wissen, dass in anderen Ostblockstaaten der wirtschaftliche Unterschied noch viel größer ist, das heißt, diese Leute wissen dann, vielleicht können sie in 100 Jahren mal irgendwie da dazugehören. Ja, jetzt nehme ich Open. Ist nicht das geschönere Angebot, wenn wir sagen, wenn ihr euch rauskämpft aus der Diktatur, könnt ihr dann selbstbestimmt euren eigenen Staat demokratisch zusammenführen und euch selbst regieren? Das klingt ganz super, aber das ist ja das, was gerade passiert ist. Die Leute haben sich da was rausgekämpft und wollen jetzt diesen demokratischen, selbstbestimmten Staat, wie man an den Leuten sieht, die in Berlin protestieren, die in Dresden protestieren. Und wir denken daher, dass wir es ihnen geben müssen, da sie sonst extrem enttäuscht sind von diesem Westen, der ihnen das immer versprochen hat. Das ist ja genau die Symbolpolitik, von der ich hier spreche. Wir haben also hier das Potenzial, viele dieser ehemaligen kommunistischen Ostblockstaaten zu öffnen und zur Demokratie zu führen, was dazu führt, dass der Bevölkerung dort viel besser geht, weil sie nicht mehr unterdrückt wird und nicht mehr in einen Unrechtsstaat geht, denn Demokratie auf jeden Fall ein Gut an sich ist. Und wenn wir dieses Signal senden, wir helfen euch, geben wir ihnen vielleicht so ein bisschen einen Push, dass sie ein bisschen stärker protestieren und das Ziel auch erreichen. Man sieht ganz klar in der Demonstration, dass die Bevölkerung eben die Freiheit anstrebt. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf Europa auch in Europa zu sprechen. Wir denken nicht, dass diese Wiedervereinigung ein sehr großes Problem ist, dass irgendwie Deutschland mächtig ist für andere Länder, die in Europa involviert sind, weil wir jetzt gehört haben, ist die DDR nicht wahnsinnig wirtschaftlich stark. Das heißt, Deutschland gewinnt hier nicht wahnsinnig an wirtschaftlicher Kraft. Wir denken, dass die meisten Länder verstehen werden, dass es hauptsächlich symbolisch ist und nicht in wirtschaftliche Stärke. Aber sollte das trotzdem ein Problem sein, denken wir, können wir das ummünzen, um gerade so die europäische Integration voranzutreiben. Dass wir sagen, ja, liebe andere europäische Länder, ja, wir können hier ein bisschen mehr auch daran teilhaben, wir entwickeln uns ein bisschen zu einem integrierten Europa. Wir denken, es ist insgesamt gut, wenn Länder besser zusammenarbeiten und weniger gegeneinander arbeiten. Und wir denken, dass gerade auch in Richtung des Ostblocks das ein super Signal sendet. Und es zeigt, dass wir genauso wie die enge Integration irgendwie vom Warschauer Pakt ebenfalls sehr gut zusammenarbeiten können, nur halt für das Gute, ohne die ganze Unterdrückung, die die dort haben. Das heißt, wir denken, dass wir dies auch sehr gut für unsere Seite nutzen können. Ich habe euch also gezeigt, warum Symbolpolitik hier gerade unglaublich wichtig ist, dass wir alle wirtschaftlichen Vorteile auf unserer Seite genauso realisieren können, aber wir diese Chance nutzen können, um diese ganzen Unrechtsstaaten in Ostblock und in Russland zu entfernen und zu einer Demokratie zu bringen. Vielen Dank. Und man kann ihn sich leisten. Und wir können uns die
generelle Wiedervereinigung, nicht erst aus generellen drei Punkten. Ich werde erklären, nur das zweite Punkt, wo die Regierung, die erste Regierung, nach Wiedervereinigung, der Eigenständigkeit der Wirtschaftspolitik und dann vor allem den dritten Punkt, den tatsächlich die eröffnende Opposition schon angeschnitten hat, nämlich die Frage ist, wie, was macht das mit der europäischen Integration, wird das Ganze positiv oder negativ. Bevor wir allerdings dazu kommen, nochmal kurz zum Bewerb. Uns wurde hier zum einen von der öffentlichen Opposition gesagt, dass es ein Imperativ gibt, das gegeben ist, ja westliche Staatspolitik oder die DDR einzugliedern in der DRD, dass wir das dann unbedingt machen müssen, ansonsten wäre es nicht glaubwürdig. Und hier sagen die Opposition, als Regierung einfach nein, müssen wir nicht. Wenn wir beweisen können, dass es die schlechtere Option ist für Menschen, müssen wir das nicht tun, weil wir in der Tendenz als Regierung dazu handeln sollten, was auch als Metrik ausgegeben wurde, dass es für Menschen besser ist. Wenn wir tatsächlich beweisen können, dass es für Menschen schlecht ist, müssen wir das nicht tun. Dann wurde noch die große Frage, das macht ja alles so viel glücklicher und alle sind dann viel glücklicher. Was die erste Opposition hier allerdings erkennt, ist, dass quasi Russland immer noch sehr, sehr labil ist. Das heißt, wir wissen nicht, wie die Reaktion in Zukunft kommt. Was wir hier tun, ist, dass wir einen großen NATO-Partner, einen Hegemon, direkt vor der Haustür schaffen. Denn insofern können wir noch nicht wissen, ob Europa mit, auch Russland mit einer Einigung entsprechend, mit einer deutschen Einigung, die natürlich wieder die Gruppe Deutschland in die NATO bringt. Ob Russland dann tatsächlich kein Beigibt oder ob sich die Reaktion durchsetzt, das sind derzeit auch starke Kräfte und wieder ein Schließen dieser Öffnungsbewegung, wie das tatsächlich in den 60er Jahren mal hatten, passiert und dieses Schließen der Öffnungsbewegung auch in wieder Fire and Fury enden. Das heißt, wir sehen hier eine enorme Unsicherheit, die Opposition tatsächlich völlig verkennt. Kommen wir doch allerdings mal zu den Problemen, wo die erste Regierung nicht ganz aus dem Vollen gegriffen hat und das Ganze erklärt. Kulturelle Eigenständigkeit. Es gibt massiv große Unterschiede zwischen Westen und Osten. Gerade in der Kultur hat es sich mit 60 Jahren DDR, die einen sind Atheisten, die anderen Katholiken. Fragen wir mal irgendjemand in ein paar 20 Jahren, ob man denn tatsächlich Kinder in den Kindergarten senden sollte oder nicht. Man kann dann tatsächlich heute noch ziemlich gut differenzieren, wie man das Ganze machen müsste. Das heißt, die kulturellen Unterschiede zwischen den beiden Staaten sind nicht null. Es sind keine einzelnen Staaten, sondern es sind zwei Staaten, die einander vielleicht nicht ausland sind, aber trotzdem zwei Staaten sind. Und innerhalb dieser können natürlich die kulturellen Bedingungen wesentlich besser mit einer komplett eigenständigen Regierung gesetzt werden, wie zum Beispiel wie das Gesundheitssystem aufgebaut ist, das Kindergartensystem aufgebaut ist, das Schulsystem, bla bla bla. Das heißt, hier stehen wir in der DDR vor einer Möglichkeit, da den Sozialismus mit demokratischen Ansatz angesichts durchzusetzen und entsprechend auch mit den kulturellen Vorstellungen und den Staatsvorstellungen unserer Bürger mehr zu entsprechen, als es in der BRD ist, wo die Bürger natürlich andere Ansichten haben und die dann mit bei uns entscheiden können. Kommen wir noch zur Frage der Wirtschaftspolitik, wo ich nachliefern will. Was ist denn der beste Fall, der passieren kann und warum ist dieser beste Fall immer noch schlecht für die DDR? Generell, selbst für den Fall, dass wir eine benennende Wirtschaftspolitik von der Bundesregierung haben, haben wir immer noch das Problem, dass Unternehmen in der Tendenz nicht in der Bundesrepublik oder in der DDR sitzen, sondern in lokalen, in den Kommunen. Und wir haben natürlich das Problem, dass in der Tendenz BMW viel effizienter Motorräder produzieren kann als Schwalbe. Das heißt, Schwalbe wird effektiv in Zukunft keine Motorräder mehr verkaufen, die bleibt. Jetzt haben wir allerdings auch wenn wir denken oder wollen, dass Schwalbe dann Produktionszuschüsse bekommt, was uns die Opposition hier auch immer an Sonderwirtschaftszonen mit eigener Regierung jetzt tatsächlich gibt, haben wir das Problem, dass die DDR, dass die DDR-Region keine Struktur haben. Das heißt, da sind keine Kommunalpolitiker, keine Lobbyverbände, kein gar nichts. Das heißt, die lokalen Unternehmen werden auf jeden Fall nicht in der Lage sein, hinreichend gut Lobbying-Politik zu betreiben, wie die Westunternehmen und sich damit alleine, selbst für den Fall, dass die Bundesrepublik eine benennende Politik setzen würde, hinreichend durchzusetzen. Damit haben wir auch beschrieben, dass im besten aller Fälle es tatsächlich immer noch so ist, dass die DDR Betriebe geht, egal was für Protektoren wir haben. Nur mit einem eigenen Staat können wir dafür sorgen, dass sie sich nicht durchsetzen. Die große Frage ist doch, was macht das mit der europäischen Einigung? Ohne die Sowjetunion gibt es die Möglichkeit für ein vereinigtes Europa. Ein vereinigtes Europa ist gerade in einer Welt ohne große Garantiemächte, wo wir uns umstellen mit der einzig verpasste großen Supermacht USA in der Tendenz auch Konflikte um Öl, um Wirtschaftswege etc. bekommen, die große Möglichkeit, wie wir Europa, ein Kontinent, der tatsächlich 100, seit Menschengedenken effektiv miteinander verfeindet war und Krieg geführt hat, diesen Kontinent zu befrieden. Die Gefahr eines Krieges ist nicht gewann. Die Einigung in einem die Lösung, wie man das Ganze einigt, wäre, indem man Europa vereinigt zu einer Republik. Das heißt, quasi langfristig anstrebt,
Europa als ein Sowjetstaat. Was, was ändert, beziehungsweise was hindert uns derzeit dran, als größter Gegenpart europäische Politik tatsächlich die Souveränität von Staaten abzugeben in einem internationalen Gebilde? Das sind natürlich verschiedene Interessenlagen, gerade verschiedene Interessenlagen der kleinen und der großen Staaten. Derzeit quasi ist Frankreich und der größte Block, der dann quasi von einem Block von zwei Staaten noch umgeben wird, das sind die Bundesrepublik, das ist Italien, Spanien. Allerdings hat Frankreich massiv andere Interessen und vor allen Dingen andere Möglichkeiten, seine Politik durchzusetzen. Das heißt, Frankreich kann natürlich für Alstom wesentlich bessere Konditionen und Politiken raushandeln, weil es mehr Wirtschaftsmacht hat, entsprechend mehr Sanktionen stellt, mehr Bevölkerung hat, etc. als die BRD. Wenn wir jetzt allerdings die DDR mit der BRD vereinigen, ganz kurz Closing, noch eine Frage. Okay, dann bin ich. Es ist nicht viel wahrscheinlicher, dass wir dieses vereinte Europa bekommen, wenn die pro-westlichen demokratischen Kräfte in Osteuropa und in der UdSSR stärken. Genau. Generell, das werde ich euch erklären, warum nicht. Wenn wir jetzt nämlich Deutschland vereinigen, haben wir einen großen Hegemon. Und dann ist nicht die große Frage, was ist pro-westlich, was ist pro-östlich, sondern wir als kleiner Staat, wie zum Beispiel Italien, Niederlande, aber auch Polen, Tschechien, Serbien, das ganze Gedöns. Genau. Quasi alle möglichen Partner für eine Republik Europa. Wenn die sich jetzt fragen, wie viel kann ich für meine Bürger rausholen oder auch meine Unternehmen, meine quasi Wirtschaftsleistung rausholen, wenn ich mich einer vereinigten europäischen Republik anschließen will, muss man sehen, dass für den Fall, dass viele gleichwertige Partner, die die gleiche Stärke haben, natürlich ein wesentlich attraktiveres Angebot ist, als ein Deutschland, welches ein großer Hegemon ist, welcher dafür sorgt, dass quasi deutsche Politik, quasi das BMW, die meiste politische Durchsetzungsfähigkeit hat und Siemens die meiste politische Durchsetzungsfähigkeit hat, im Vergleich zu kleineren Staaten, die dann ihre Wirtschaft nicht mehr gut schädigen können, damit natürlich ein Incentive haben, nicht an einer neuen europäischen Republik einzutreten und damit den europäischen Prozess mit einem deutschen Vereinigungsprozess effektiv verhindern wird, was wir nicht gut finden für den Krieg. Während die eröffnete Opposition vor allem die kurzfristigen Signalwirkungen im Ausland und die kurzfristigen Wirkungen in der DDR geredet hat, wollen wir über die mittelfristigen Wirkungen sowohl in der DDR als auch im Ausland, die dieser potenzielle Staat, den die eröffnete Regierung ansetzen möchte, haben wird und wieder ein massiv schlechtes Beispiel haben wird, weil wir institutionalisierte Subkulturen haben im Vergleich zu anderen deutschen Kulturen und weil wir institutionalisierte Ineffizienzen haben aus der Zeit von DDR früher, die nun in diesen Staat hineingetragen werden. Außerdem möchten wir noch kurz über die Wirtschaft reden, über die die OG sich ja so interessiert hat. Vorher noch eine Klarstellung. Wir glauben gerade nicht, dass die Metrik dieser Debatte das Wohl der Bürger in der DDR ist. Wir glauben, dass das Wohl der Bürger in allen ehemaligen kommunistischen Staaten und auch in ganz Deutschland ist. Also das muss klar und nicht für die DDR-Bürger auch nicht geht. Kurz zu schließen mit Opposition in ihrem Punkt, dass sie unbedingt eine europäische Republik, was immer das sein mag, haben möchte. Wir glauben, dass das nicht sehr realistisch ist. Wir haben einen sehr großen Flickenteppich in europäischen Staaten. Wir haben ein vereintes Königreich, was im Moment in dieser europäischen Gemeinschaft nicht wirklich mitzieht. Wir haben 1000 unterschiedliche Währungen. Wir sehen hier kein Interesse an einer europäischen Republik und müssen uns schon zeigen, warum das überhaupt irgendwie wahrscheinlich ist und irgendwie spannend ist für diese europäischen Länder, bevor das überhaupt ein Concern sein kann. Kommen wir nun zur Wirtschaft. Und da sagt uns natürlich die OGU, das ist voll der Schock und die bösen, bösen Investoren kommen. Wir kaufen es nicht. Wir glauben, Investoren sind eine gute Sache für die DDR. Warum? Erstens sind es natürlich auch staatliche Investitionen. Dieser 10-Punkte-Plan beinhaltet zum Beispiel, dass wir Straßen bauen, dass wir Züge bauen in die DDR hinein. Das tut zum einen der DDR-Wirtschaft gut, zum anderen tut es aber auch den DDR-Bürgern gut, den ehemaligen, die diese Regierung ja unbedingt mit ihren Freunden und ihrer Familie im Westen verbinden möchte. Auch dafür ist das gut. Das sind konkrete Benefits, die wir für sie haben, die werden wir nicht haben, wenn wir das Ganze als eigenen Staat haben. Warum nicht? Sie sagt, wir können ja auch Wirtschaftshilfen haben. Wir können ja auch das Gleiche haben, was ihr habt, diese umfassenden Wirtschaftshilfen. Das Problem ist, wer ist gerade in Deutschland an der Regierung? Es ist Kohl und Kohl hat massive Popularitätsverluste. Er steht nicht, und seine Wiederwahl ist gefährdet. Er kann also all diese Wirtschaftshilfen nur rechtfertigen über die Bevölkerung. Das sind ja riesige Geldmengen, über die wir hier reden, wenn er auch tatsächlich diese Zusammenführung für die Leute, die wollen, wieder erreicht. Wenn er es schafft, diese Zusammenführung, diese Vereinigung, für die alle so gelabelt haben, zu bekommen. Das heißt, wir können auf eurer Seite gerade nicht diese Wirtschaftshilfen haben, weil er es politisch nicht rechtfertigen kann.
Was sind das Problem? Zum einen, wir haben diese staatlichen Investitionen in der DDR nicht, die wir halt brauchen, um einfach die DDR wirtschaftlich attraktiver zu machen und um diesen Austausch zu kriegen. Zweitens aber haben wir bei euch in diesem protektionistischen Ding auch keine Unternehmensinvestitionen. Und sehen das so ein bisschen so wie die bösen ausländischen Firmen kommen rein und nehmen allen die Jobs weg und nehmen die Konkurrenz raus, gelabelt. Wir glauben, das ist nicht der Fall. Zum einen sind die Leute, die Maschinen sind Crap. Das gebe ich euch, das stimmt. Die Dinger sind 50 Jahre alt, sind teilweise von vor dem Zweiten Weltkrieg. Ist halt so. Aber was wir haben, sind exzellent ausgebildete Leute. Wir haben exzellente Universitäten. Das hat nämlich gerade auch Russland stark gefördert, die UdSSR stark gefördert, um die DDR stark zu machen. Die Ausbildung war top. Und diese Leute sind super günstig zu haben, eben weil der Ostblock so heruntergewirtschaftet wird. Damit sind sie sehr interessant für alle möglichen Unternehmen, die im Bereich der Wissenstechnologie arbeiten, die irgendwie, es geht komplexe Ingenieure um Maschinenbau, um all diese Arten von Leuten. Damit sind die sehr attraktiv für ausländische Investoren, dass sie dort eine Fabrik hinbauen und dort diese Leute nutzen, ihre eigenen Maschinen mitbringen und damit dieses Technikproblem, was ihr habt, was ihr nicht lösen könnt mit dem Protektionismus, eben weil kein Geld da ist, um diese Maschinen zu kaufen, um dieses Problem zu lösen, indem wir die Investoren anlocken, die eben diese gut ausgebildeten Leute suchen und die Maschinen dann mitbringen. Das ist genauso, was sie brauchen. Zum Zweiten haben wir mit dem Anschluss an die, die Zusammenführung mit der Bundesrepublik automatisch Zugang zur europäischen Gemeinschaft einen riesigen Absatzmarkt, wo diese günstig hergestellten Produkte dann sehr konkurrenzfähig sind, sehr gut verbreitet werden können und damit exzellent für Jobschaffung weiter sind. Bei einem eigenen Staat haben wir ein langwieriges Aufnahmeverfahren, wo andere Länder zustimmen müssen. Und gerade das UK, gerade Frankreich, sind hier gegebenenfalls skeptisch, ob man so ein schwaches Land aufnehmen soll. Das haben wir bei der Vereinigung hier nicht als Problem. Wir glauben also, dass der Wirtschaftspunkt tatsächlich auf unserer Seite steht. Noch ein kurzer Punkt, die Eröffnung hat auch so ein bisschen gesagt, die Leute wollen das in der DDR gar nicht. Die Opposition hat gesagt, ja, wir haben ja die Montagsmärsche. Wir glauben, Leute wollen das vor allem, weil sie die Erfahrung haben. Die haben gesehen, Leute, in dem bisherigen System gab es was, was nicht funktioniert hat. Es gab keine Bananen, du musst 20 Jahre auf den Autobahnen. Ich weiß, etwas plakativ, aber es ist ja wahr. Das sehen die Leute ja. Das sehen die Leute. Und sie sehen vor allem auch, dass es eine Angstmache gibt. Jeder wusste, dass wenn du in der SED bist, dass du dann besser hast. Die Leute wissen das und die Leute wollen das nicht mehr. Das die Leute wollen unseren Zusammenschluss. Das kommen wir doch jetzt zum noch wichtigen Teil der mittelfristigen Probleme. Also, wir haben einmal auf der Opening Opposition schon gehört, ja, es sind ein schlechtes Signal, das ist nicht gut. Was wir glauben, ist vielmehr, was mittelfristig in diesem Staat, den die Leute da, den die OG eröffnen möchte, passieren wird. Was wir haben, ist, wir haben eine Art Bildung einer Subkultur mittelfristig. Warum? Dieser eigene Staat muss eigene Institutionen aufbauen, damit er funktioniert, oder die alten weiter nutzen. In beiden Fällen haben wir eine Separierung vom Rest des Deutschlands. Wer wird in diesen Institutionen vor allem sitzen? Das sind vielleicht auf der obersten Ebene nicht mehr die alten Eliten, aber gerade auf der zweiten Ebene, auf der dritten Ebene brauchen wir die alten Eliten, weil keine die verwaltungstechnische Erfahrung hat, wie man so ein ganzes Ding laufen lässt. Also wir müssen diese alten Eliten mit rübernehmen. Das trägt dazu bei, dass diese Institutionen nach wie vor sehr ähnlich wie vorher funktionieren. Und damit haben wir so eine Institutionalisierung der Familienkultur, die wir schon in der DDR hatten. Dadurch entwickelt sich auch stellenweise ein eigenes Nationalgefühl. Wir haben eigene Staatssymbole, wir haben eigene Institutionen, wir haben das Bundesministerium für Finanzen, wir haben das Finanzministerium der protektionistischen ehemaligen DDR oder sowas. Also auch das haben wir als eigenes. Wir haben auch das gleiche, vielleicht eigene Fernsehsender. All das haben wir eigenes und das führt zu einer Subkultur. Obling, habt ihr eine Frage? Ja, also ich glaube, das ist eigentlich eine gute Sache. Wir sehen in Irak, wie grottig es scheitert, wenn du alle Eliten rausnimmst. Wir sagen, dass wir da weiterhin Leute haben, die das Interesse der DDR haben und uns haben für uns Der Unterschied ist ja, wir können bei unserer Seite auch westliche Verwaltungsleute an die Seite stellen. Wir können, weil wir das Ganze zusammenführen, können wir halt gemeinsame Sachen hier haben und die langsam rausnehmen. Die Leute vor allem, die intellektuell fragwürdig sind, das haben wir bei der Entnazifizierung zum Beispiel auch. Da haben wir teilweise für eine Weile lang Amerikaner mit drin in Institutionen. Das gleiche können wir auch machen, um den kommunistischen Geist rauszutreiben. So, warum ist das schlecht, wenn wir die Subkultur da haben? Es führt zu einer Institutionalisierung ineffizienter Prozesse. Warum? Zum Beispiel, weil wir diese alten ineffizienten Sachen, die wir schon in der zentralen Planung hatten, weiterhin in den Ministerien haben. Das gefährdet das Wachstum. Das gefährdet auch mittelfristig die Wiedervereinigung, weil langsam die Leute diese Subkultur bilden und damit sich als eigene Leute wieder fühlen. Weil dieser Elan, den wir jetzt haben, weg ist und damit gerade das, was ihr wollt, in 20 Jahren nicht mehr möglich ist, weil die Leute damit das Gefühl haben, wir sind eigentlich wieder ein eigener Staat nach 3-4 Jahren, weil sie eben diese eigenen Symbole, die eigenen Ämter, das eigene Fernsehen und das Zweite haben. Warum ist es auch schlecht in anderen Ländern Europas? Da haben wir gesagt, in der Opening gehört, ja, es gibt Signalwirkungen auf die Leute in anderen revolutionären Ländern. Wir glauben, dass gerade zum Beispiel im Baltikum, aber auch in Zentralasien, die Länder nicht so weit sind. So wie die Revolution aktuell aussieht, brauchen die noch 3, 4, 5 Jahre, um unabhängig zu werden. Aber zum Zweiten, wenn das Vorbild um die DDR ist, wird es wahrscheinlich sein, dass sie nach dem System der DDR streben, was länger dauert, weil sie weniger stark als Einzelstaat sind.
Ein DAD kann vielleicht protektionistisch noch halbwegs überleben, das war die DDR. Ein Litauen kann das nicht alleine, weil die Partner fehlen, um diese protektionistischen Verträge auszuhandeln. Damit brauchen wir noch länger, um diese Unabhängigkeit zu erlangen. Wir haben dann aber mittelfristig das Vorbild der DDR, was ihnen so ein negatives Vorbild sein wird, dass es ihnen die Motivation rausnimmt. Das ist vielleicht sogar, wenn ein Russland irgendwann wieder erstarkt, weil wir da irgendwie einen revisionistischen Typen, der auf nackt auf dem Bär reitet haben, dass der einen Zweitaktmotor. Einen Zweitaktmotor aus BRD und DDR. Und dieses starke Europa, auf das wir abzielen, wird eben nicht nur den Menschen in der DDR Wohlstand oder mehr Wohlstand, mehr Selbstverwirklichung, mehr Selbstbestimmung und Souveränität, sondern auch den Menschen darüber hinaus das beste Singen in der aktuellen politischen Weltsituation. Deshalb sind wir hier auf der Seite der Regierung stolz darauf, dafür einstehen zu dürfen, dass die DDR ihren unabhängigen Status behalten und weiterhin vertreten sollte. Wir denken also, die Metrik, an der wir diese Debatte messen müssen, ist, wie wir Frieden sichern können, zuallererst in dieser komplizierten Weltsituation, in der sich große Machtgefüge verändert haben und der irgendwie zeigen, dass Europa selbst wieder ein unsicherer Platz geworden ist, als er in den letzten 60 Jahren war, in denen der deutsche Hegemon eben kaltgestellt war, in denen das geopolitische Zentrum Europas zerteilt und damit aus der Diskussion um Sicherheit irgendwie rausgenommen war. Und wir glauben auch, dass es zugleich wichtig ist, für die Bürger der DDR, die halt diejenigen sind, die tatsächlich viel mehr leiden könnten und größeren Schaden nehmen könnten als die Bürger in der BRD, um das nochmal in das Zentrum, den Blick ins Zentrum Europas zu richten, die richtige Entscheidung zu treffen und wirtschaftlich souverän zu bleiben, politisch souverän zu bleiben mit allen Möglichkeiten und allen Entscheidungen, die damit einhergehen. Aufgrund, und jetzt möchte ich damit in die Debatte und in die Wiederholung quasi und in die einzige Debatte einsteigen, warum das so ist. Weil sie nämlich, und damit befinden wir uns auf Seite der eröffneten Opposition, die hier schon gut vorgelegt haben, tatsächlich in einer Situation, in der es systemische Schwächen im Siedlungsgebiet der DDR, im Staatsgebiet der DDR gibt, die aber, und das ist so ein bisschen das Problem, aus der ihr dann halt eure Schlussfolgerung in der eröffneten Opposition, in der eröffneten Regierung auch ein wenig auf tönernen Füßen hergeleitet hat, natürlich schlechter sein wird, wenn es irgendwie einen Marktschock gibt und Protektionismus immer besser sein muss. Und das lag, wie wir euch dann später gezeigt haben, tatsächlich daran, und da möchten wir uns ganz klar mit der eröffneten Regierung auseinandersetzen, nicht nur an eben der Siegermentalität und diesem Rush, der irgendwie vom Westen dann betrieben wird, an der Attraktivität für Kanzler Kohl oder liegt nicht daran für Kanzler Kohl, das irgendwie schnell in seinen politischen Lebenslauf schreiben zu wollen, sondern vor allem daran, dass es systemische Schwächen gibt. Die Parteien, die irgendwie die Interessen des östlichen Staatsgebiets, der östlichen Staatsgebiete vertreten könnten, existieren ja gar nicht mehr. Die sind in der DDR gleichgeschaltet gewesen, hat euch angezeigt. Die Strukturen fehlen völlig und müssten erst wieder neu errichtet werden, um dann eben zu dieser schlechteren Wirkungsweise und dieser Strukturarmut zu kommen, wo halt sich nur die westlichen Politiker für ihre Leute interessieren, die Lara in der ersten Rede behauptet hat. Verhält es sich mit der wirtschaftlichen Schwäche, die Christoph dann später behauptet hat. Da ist es tatsächlich so, dass in den Firmen selbst, intern auch, das hat euch Jan erst gezeigt, intern Erfahrungsmangel herrscht. Also dass wesentliche Produktionsstrategien, die im kapitalistischen Wettbewerb notwendig sind, die da vor allem sind, der Effizienzgedanke, aber auch Management und eben der Wunsch nach Kompetitivität und der Innovation und im Sinne von Risikotragen gar nicht vorhanden sind in der gesamten aktuellen Produktionsbevölkerung. Und das setzt sich tatsächlich auch direkt noch mit der Schließung der Opposition auseinander. Die Leute zwar irgendwie Facharbeiter in ihrem kleinen Spezialgebiet sind, aber die Produktionstechniken des freien Marktes ja gar nicht beherrschen. Also es ist überhaupt nicht so wirklich attraktiv, diese Arbeitskraft da jetzt direkt anzustellen, und dann irgendwie sich die unerfahrenen Leute in seine Firma reinzuholen und obendrein kann. Es ist ja nun eine sehr lustige Behauptung, dass das Kapital halt irgendwie in die DDR marschieren sollte, wenn diese vielen Leute der DDR nicht einfach zum Kapital in den Westen der Republik gehen können und dann quasi pendeln und einfach an den Firmen, in den schon bestehenden Firmen des Westens zu niedrigeren Löhnen arbeiten, weil das für die Menschen des Ostens ja natürlich noch viel höhere Löhne sind, die dann irgendwie sollen sich intern Konkurrenz machen. Also wir fürchten, das ist eine viel wahrscheinlichere Situation. Das ist eben eine sehr attraktive Wirtschaftszone für ausländische Investoren. Insofern ist das, dass sie da Wohlstand raus abziehen werden, wie wir das ja beobachten und deshalb wir auch vorgeschlagen haben. Und damit möchte ich in unsere eigenen Punkte übergehen und daran eingehen, dass wir tatsächlich mit der DDR ein kulturell eigenständiges, souveränes Land haben, das sich in den letzten Jahren eine eigene, in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren tatsächlich sogar, eine eigene Identität gegeben hat. Es ist tatsächlich so, dass die DDR sich inhaltlich und kulturell von der BRD entfernt hat. Also es ist die Sprache, es ist die Technik, es ist die ganze Kultur, die man entwickelt. Und darauf aufbauend, ist die Verschiedenheit groß genug, um zu sagen, ja, wir machen unser eigenes Projekt. Die Leute, also oder naiverweise wurde hier viel von der Opposition angenommen, die Menschen in der DDR wollen das ja alles gar nicht mehr. Das oppressive DDR-System ist nicht mehr gewollt.
Aber den eigenen Staat, die eigene Heimat zu verwalten, dem ein politisches Gesicht zu geben, das ist natürlich gewollt. Deshalb engagieren sich die Leute ja an runden Tischen. Deshalb werden Leute irgendwie in demokratischen Bewegungen aktiv und möchten, und das ist die große Chance, die wir hier sehen, sich eben nicht dem Profitgeist von Young und der schließenden Opposition unterwerfen, sondern tatsächlich in Gemeindeverwaltung, zum Beispiel in Form eines demokratischen Sozialismus. Das an sich natürlich die bessere Wirtschaftsverwaltung wäre, auch wenn es vielleicht weniger effizient ist, aber natürlich den Menschen den Wohlstand verteilt und nicht Profitabwanderungen in die Taschen von Aktionären und Investoren ermöglicht. Das ist also ein starker Punkt, der auf unserer Seite steht, dass hier die Möglichkeit ist, dass wir diesen Wirtschaft... in der DDR zum Beispiel, wenn wir das jetzt hier irgendwie mal sinnvoll durchziehen, dann brauchen wir nur die Gas. So, aber zentral ist, und dazu dürfen wir gleich mal nachfragen, dass die europäische Gemeinschaft hier ihre einzige Chance hat. Und das ist der übergeordnete Punkt, der die ganze Debatte gewinnt, weil es um Frieden geht. Und ohne Frieden in Europa gibt es auch für niemanden Prosperität und Wohlstand. Die große Gefahr, dazu darfst du gleich, dass Frankreich als, und die anderen mittelgroßen Mächte Europas durch diesen neu entstandenen, dann in der Sicht der Opposition, wiedervereinigten Hegemon mit 80 Millionen Leuten und dem größten Binnenmarkt Europas, mit der größten wirtschaftlichen und militärischen Macht, in der Zukunft potenziell bedroht sein könnte. Der deutsche Hegemon entsteht. Wie ist es da? Was sagt ihr dazu? Okay. Glaubt ihr nicht, dass die BRD in der viel größeren, also Gesamtdeutschland, mit einer viel größeren Stärke besser dafür geeignet ist, die DDR mit viel mehr zu sanieren, als die DDR mit relativ wenig Ressourcen allein, damit wird es den Leuten auch auf unserer Seite besser gehen und der verliert auf eure eigene Metrik die gesamte Bank? Nee, wir haben euch schon gezeigt, dass es überhaupt kein Interesse daran gibt, die DDR-Betriebe so zu sanieren. Es wird wieder diese gegenläufigen Effekte geben. Und ihr verweigert ja tatsächlich lustigerweise, und das ist eure große Schwäche in der naiven eröffnenden Opposition, diese Auseinandersetzung mit der tatsächlichen Situation in Europa. Der Westen, von dem ihr so oft so naiv gesprochen wird, existiert gar nicht in der Form, dass es irgendwie ein einheitlicher Block ist. Da existieren verschiedene Interessenspielräume. Und es geht vor allem eben für die großen Mächte Frankreich und Großbritannien darum, eben nicht wieder in diesen Zustand von vor 60 Jahren zu revertieren. Das ist ja überhaupt nicht gesagt, dass es nicht passiert. Es gibt überhaupt keinen Mechanismus, wie wir euch gezeigt haben, zu verhindern, dass Deutschland halt wieder die Führungsrolle übernimmt und eben auch wieder das militärische Bedrohungspotenzial aktiviert. Das ist der Albtraum Frankreichs. Und weil nur dieses Zweigespann, dass diese Hegemonialkraft aus BRD und DDR bindet und bändigt, dafür sorgen kann, dass Frankreich, Großbritannien das akzeptieren können und dann erst gemeinsam auf dieser Basis an einem weiteren Europa und womöglich der Europäischen Republik arbeiten können, ist es rational, die realsozialistische Entscheidung zu treffen und DDR zu bleiben. Wir werden so die Landschaft blühen lassen. Und wir haben bei allen vier Entscheidungen Beitrag geleistet. Zum ersten geht es um die Innenpolitik in der DDR, zum anderen geht es um die Innenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Ich fange mit der BRD tatsächlich an, damit das jetzt nicht verwirrend wird. Es geht um Weltpolitik und es geht um Wirtschaft. Und es ist nicht so, wie die eröffnende Regierung gesagt hat, es geht nur darum, dass es den Leuten in der DDR hinterher besser geht, weil denen ging es so lange schlecht. Wir glauben nicht, dass es eine Rechtfertigung ist. Wir glauben, dass wir die ganze Welt im Blick haben sollten und dass es darum gehen sollte, wie es allen Leuten besser geht. Die Menschen in der DDR sind selbstverständlich eine wichtige Gruppe dabei, aber eben definitiv nicht die einzige. Ich fange an mit der Innenpolitik in der BRD, denn das ist der Schlüssel dazu zu verstehen, wieso wir wirtschaftliche Unterstützung für die DDR nur auf unserer Seite haben können. Die öffnende Regierung hat behauptet, naja, die BRD hilft der DDR eh wieder, weil es gerade hier der Usinenbau war. Und die BRD hat ein Interesse an sehr schneller Wiedervereinigung, hat sie zugegeben und deshalb läuft das wirtschaftlich eh alles total furchtbar. Wir glauben, dieses Interesse an der Wiedervereinigung ist relativ zentral. Das ist natürlich ein Staatsinteresse der BRD. Aber das bedeutet eben auch, dass die nicht einfach der DDR weiterhelfen würden, nur weil sie das mal mit den Rosinenbombern getan haben. Ja? Natürlich kann man das zuerst mal rechtfertigen, zu sagen, okay, wir unterstützen die DDR, das ist immer ein Staat, der eigentlich zu uns gehört. Aber wir glauben, dass der innenpolitische Druck irgendwann auf egal welche deutsche oder bundesrepublikanische Regierung irgendwann so groß wird, zu rechtfertigen, wieso wir einen Staat unterstützen, in der Hoffnung darauf, dass die zurück zu uns kehren, obwohl das überhaupt nicht in Aussicht steht, dass wir dieses Ziel erreichen. Ja, das heißt, Unterstützung, wirtschaftliche Unterstützung für die DDR können wir nur haben, wenn wir, oder kann die BRD nur leisten, wenn sie ihrem Volk versichern kann, dass das tatsächlich zum Ziel führen kann. Deshalb kann es eine sinnvolle Wirtschaft in der DDR auch nur auf unserer Seite geben. Das Einzige, was übrig bleibt, als Möglichkeit ist irgendwie so ein diffuser Sozialismus. Nein, danke, gegen die schließende Regierung so halb, gegen die eröffnende Regierung übrigens, die eigentlich auch eine gute Wirtschaft haben wollte, eine Marktwirtschaft.
gefordert. Das heißt, wirtschaftliche Unterstützung für die DDR können wir nur haben auf unserer Seite. Dann zur Innenpolitik in der DDR. Die öffentliche Regierung hat sich beklagt, dass da vielleicht so eine ewige politische Abhängigkeit bleiben würde, der DDR von der WLD. Aber sie haben dabei übersehen, dass es ja tatsächlich bald Neuwahlen geben wird. Ja? Das heißt, natürlich wird nicht die DDR plötzlich massiven Einfluss auf alles haben, was in der Bundesrepublik passiert. Aber es ist durchaus so, dass die Bürger in der DDR sich neue sozusagen Eliten wählen können, die ihre eigenen Interessen vertreten. Ja? Es ist jetzt auch nicht so, dass die Bundesrepublik dann sagt, ja, wir zwingen euch jetzt dazu, alle Sachen zu machen, die wir so wollen, sondern das wird ja durchaus realistischerweise in gewissen Dialog stattfinden, wer hat welche Interessen und wie können wir die am besten zusammenführen. Dafür haben wir eben Wahlen, sodass die Interessen der DDR-Bürger auch gewahrt werden. Und dass die DDR wahrscheinlich auch nicht der ewige Verlierer bleiben wird in dieser Sache, weil sie eben ihre Interessen durchsetzen kann. Im Übrigen wird dieses Bild der DDR als ewiger Verlierer auf eurer Seite auch gar nicht besser, weil die DDR im Moment ein bankrotter Staat ist. Ja? Der Sozialismus ist anders gestaltet. In diesem Staat funktioniert nicht mehr so richtig viel. Das ist entweder dieser Staat bleibt irgendwie kaputt, weil kein Geld reinkommt, oder er ist abhängig von westlichem Geld. Wir glauben nicht, dass das was ist, was dieses Verlierer-Narrativ irgendwie bekämpfen kann. Es ist besser, wenn die Bundesrepublik sagt, okay, kommt zu uns, wir vereinigen uns als ein großes Land, wir helfen euch, ja, aber wir helfen euch eben auch, selbstständig zu sein, eure eigenen Entscheidungen zu treffen. Und da spielen auch so ein bisschen die kulturellen Unterschiede rein von der schließenden Regierung, die sind beklagt. Also das ist ja gar nicht mehr so richtig ein Staat, sondern die sind sehr unterschiedlich geworden. Zwei Dinge dazu. Erstens, die Bundesrepublik ist ein föderalistischer Staat. Ja? Das heißt, natürlich werden die Ostbundesländer in Zukunft dann auch unabhängig sein, ihre eigenen kulturellen Eigenheiten durchsetzen können. Die können weiterhin irgendwie ein Schulsystem haben, wie sie das cool finden, solange das eben so einen verfassungsrechtlichen Rahmen irgendwie in Ordnung ist. Was wir aber dazu außerdem noch erklärt haben, was Jan euch erklärt hat, ist das Problem, wenn die DDR weiterhin ein eigener Staat bleibt, dann kann die natürlich auch irgendwie ihre Interessen so verkörpern, also so kulturelle Sachen, so kann sie dadurch natürlich auch bewahren. Aber das Problem ist, was wir euch erklärt haben, dass die Institutionen gleich bleiben und vor allem die Menschen in diesen Institutionen gleich bleiben werden. Weil ein Staat, um zu funktionieren, eben Leute brauchen, die diesen Staat managen können. Natürlich kann man die ganz bösen Finger aus dem Sozialismus herausmachen, aber das ist eben genau das Gleiche, was zum Beispiel auch nach Nazi-Deutschland passiert ist. Irgendwelche Leute müssen den Laden eben am Laufen halten, die kann man dann nicht einfach rauswerfen. Das heißt, dieser Staat, der eigentlich auf eurer Seite existieren würde, würde entweder sozialistisch bleiben oder überhaupt keine fähigen Leute haben, die ihn irgendwie leiten können. Das heißt, in jedem Fall würde er irgendwie kaputt gehen, weil diese Leute, die da in den Verwaltungen sitzen, eben von einer gewissen Ineffizienz geprägt sind, weil sie vom Kommunismus und vom Sozialismus geprägt sind, weil sie sich nicht damit klarkommen, sich zu öffnen und eine Marktwirtschaft zu haben, weil sie damit einfach keine Erfahrung haben. Der Staat wird dann so höchstwahrscheinlich sehr bald wieder insolvent und handlungsunfähig sein. Und diese Perspektive der Wiedervereinigung, die sich die eröffnende Regierung so wünscht für in 10 bis 20 Jahren, ist überhaupt keine Option mehr. Das heißt, wenn das auch euer Ziel ist, dann könnt ihr das mit eurem Weg nicht mehr erreichen. Eröffnete. Für die Investoren ist die DDR interessant. In den Produktionsstätten der BRD nachgelegen und das Tor zum Osten. Die werden kommen. Was wir sagen ist, lasst uns den smarten Weg machen. Lasst nur die reinlassen, die uns wirklich helfen. Lasst Joint Venture machen und lasst die, die uns schaden, rauslassen. Wir brauchen eine politische Macht, die genau das steuert. Ja, ich glaube tatsächlich, dass der glaubwürdige Akteur für wir machen nur das, was für euch wirklich gut ist, letztlich die Bundesrepublik Deutschland als Staat ist. Wir glauben, die Subventionen der Bundesrepublik Deutschland, die im Plan implementiert ist, sind die, die tatsächlich relativ gut sicherstellen können, dass die Interessen der DDR gewahrt werden. Weil die Bundesrepublik eben nicht als Ziel hat, möglichst viele Gewinne zu machen, sondern das Ziel der Bundesrepublik ist, wieder ein gemeinsamer Staat zu sein. Ja? Das kann sie vielleicht nicht perfekt machen, aber sie kann es definitiv besser machen als irgendwelche hyperkapitalistischen Unternehmen, deren einziges Ziel ist, irgendwie die DDR wirtschaftlich möglichst weit unten zu halten, um dann billig Sachen produzieren zu können. Ja? Und deshalb glauben wir eben auch, dass die Wirtschaft tatsächlich auf unserer Seite viel besser funktioniert. Und wenn ihr irgendwie beide Regierungsteams so sagen, ja, Protektionismus ist irgendwie eine tolle Sache, dann finden wir halt, dass wir diese Subventionen auf unserer Seite viel sinnvoller haben können. Dass wir durchaus die guten Leute, von denen Jan gesprochen hat, die da da sind, haben können. Dass wir die weiter ausbilden können. Und dass eben auch im Moment noch günstige Ware aus der DDR durchaus attraktiv ist auf dem Absatzmarkt. Das ist politisch unattraktiv, Sanktionen zu zahlen. Absatzmarkt. Das heißt, die Wirtschaft funktioniert bei uns sehr gut. Auch die Weltpolitik, die schließende Regierung wünscht sich irgendwie so eine europäische Einigung, aber
Jan hat euch erklärt, dass es noch überhaupt nicht absehbar, dass das passieren kann. Die EG ist halt eine rein wirtschaftliche Gemeinschaft. Und wenn wir wollen, dass die DDR aufnimmt, und das wollen wir, weil das wirtschaftlich sehr sinnvoll ist, Freihandel zu betreiben, dann müssen die Teil der BRD sein, weil die DDR eben nicht attraktiv ist. Das heißt, auch diese EG-Geschichte, die wirtschaftliche Öffnung, haben wir auf unserer Seite viel mehr. Deshalb, hier ein vereinigtes Deutschland.